Hallo und willkommen zum nächsten Part von Anno 1800. Ja, wir sind gerade dabei, jetzt hier was zu besorgen. Hier ist schon der zweite Aufnahmeversuch. Der erste Aufnahmeversuch ist gerade fehlgeschlagen. Da ist die Quest wieder. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Dampf wird das Segel nie in der Vorstellung niemals ersetzen. Ich sehe vorne aus Segeln über von Muscheln gesäumten Gehwegen, Meereslandschaften und Schiffsutensilien vor meinem geistigen Auge. Hilfe! Mein kleines Licht erlischt! Ich erspähe einen rettenden Schiff. Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Gerne, gerne. So, beeinflusst Wohngebäude werden aktiv. Plus 5. Und die Leute werden mit Wurst versorgt. Dann geht es hier um die Wurst. Beeinflusst Wohngebäude werden aktiv. Zufriedenheit plus 5. Bedürfnisbonus. Einwohner sind versorgt mit Wurst. 5 Minuten. Wird nach Gebrauch zerstört. Expeditionsbonus. Zusätzliche Rationen. Nett. Lol. Okay. Interessant. Das heißt, ich kann auch dieses Item statt 50 Sachen mitnehmen. So, da kommen ganz, ganz viele neue Besucher. Das alles 87 Stück. Sie kommen genau richtig. Wir wollten gerade tippen. Ja. Da strömen sie alle raus. Ein paar ein bisschen schneller, ein paar ein bisschen langsamer. Und bei ein paar sieht es einfach nur so aus, als würden sie da rausgefurzt werden. So, da ist das Dampfschiff. Gut, wir müssen in der neuen Welt gerade einmal ein bisschen was regeln. Da, genau, haben wir ja zuerst einmal hier nämlich unser Problem mit den Straßen. Dafür ist jetzt das Schiff hier angekommen, die Fregatte, die laden wir gerade aus. Dann schieben wir das gerade mal hier rüber. Das Schiff. Dann können wir jetzt hier auf Leisla weiter versuchen, hier eine... hier einen Weg lang zu ziehen. Nee, das wird so nicht funktionieren. Das wird so funktionieren. Vielen Dank. Habe ich hier jetzt alles angeschlossen? Sieht so aus. Ja, sieht gut aus. Machen wir das so und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Perfekt. Der Weg wird ja sowieso nie genutzt, also von daher können hier jetzt alle Leute ihr Holz vorbeibringen. Aus dem Sägewerk. Im letzten Part haben wir ja den Zoo gebaut in der alten Welt. Und uns um x-beliebige Dinge gekümmert. Hier unser neuer Zoo, den werde ich auch wahrscheinlich auf das Thumbnail gesetzt haben, wenn ich den Part dann irgendwann mal bearbeite. Ja, ich finde, der sieht ganz nett aus. Dann hat uns noch die, wie heißt sie, die Frau mit der, mit den Flinten. Und wir haben uns so gut verstanden. Beryl O'Mara hat mir den Krieg erklärt. Neue Helden. Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Haltet sie auf Kurs! Jalero freut sich, dass wir sie von... dass wir ihn von den Pyphoria wegholen. Yay. Nichts lieber als das. So, dann haben wir hier schon mal eine ganz kleine Siedlung. Nee, Reparaturkran. Dafür brauchen wir zuerst 200 Jaleros. Okay, cool. Bauen wir uns hier eine Segelschiffswerft hin. Die braucht 20 Holz. Okay, cool. Nett. So, schließen wir einmal da an. Ja, das heißt, in diesem Part ziehen wir hier so ein bisschen die Siedlung hoch, nicht wahr? Die Handelsroute hatten wir, genau, die Handelsroute hatten wir schon aufgesetzt. Okay, dann würde ich sagen... ja, genau, wir produzieren hier genug... Ei. Das sieht ja cool aus, hier das neue Menü. Kein Handel. Verkaufen. Bis 5... Na, bis...
15. Ei, das sieht cool aus. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber es sieht cool aus. Naja, hat halt alles so seine Vor- und Nachteile, nicht wahr? So, einmal bauen. Und dann schmeißen wir jetzt Zuckerrohrplantagen hier irgendwo hin. Wobei irgendwo das passende Stichwort ist. Ich würde sagen, hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Schließlich müssen wir es ja für die neue und für die alte Welt produzieren hier. So. Und dann Ei, sind die groß, die Rumbrennereien. Dann würde ich sagen, wir verlagern die hier ein bisschen nach hinten. So. Stellen dann die Rumbrennereien hier hin. 1, 2, 3, 4. Mist. 5. So, dann hätten wir das. Dann versorgen wir euch jetzt mit einem Weg. Schafft ihr das überhaupt bis da hinten hin? Nee, schafft er gar nicht mehr. Cool. Toll, dann müssen wir es anders machen. So, und dann legen wir das hier einmal um. Ich hoffe, das ist nicht ganz quadratisch. 1. Ja gut, Blaupausenmodus erstmal. Ich glaube, 1 reicht nicht mal. Na, Baugenehmigung hier blockiert. Da hinten könnte ich wieder eine Sache hinsetzen. Die meisten sind Zivilisten, die sich nach einem Ort sehnen, an dem sie sich sicher fühlen. Muss ich das ja da hinsetzen? Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben. Ei. Abkömmling! Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Okay. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Oh, da brenne ich lieber. Brennen ist toll. Die Katze ist aus dem Sack. Jetzt wissen die Purfuria, dass wir nicht allein sind. Brennen ist toll. Die Verfolgten, die Diaspora, sie strömen nach La Isla. Wir müssen sie schützen. Ja. Abkömmling von Samuel, du weißt nicht, mit wem du euch eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir neben lieb ist, oder brenne. Burn into hell. So, was machen meine Schiffe hier immer noch? Warum sind die immer noch nicht zur... Ach so. Gut, die stehen da hinten irgendwo am Kartenrand und die muss hier gerade noch mal nach Hause schicken. Ach, die haben wir eskortiert, glaube ich. Das war doch irgendwie so. So, dann... Naja, 1 wird hier auch nicht reichen. Außer wir verschieben das hier so ein bisschen. Wenn wir das nämlich hier ransetzen, das wird dann jetzt zwar äußerst unschön, aber egal. Ja gut, du hast hier wirklich viele Straßen drin. Ah, dann verschieben wir dich halt gerade ein bisschen hier raus. So, und dann bekommst du hier eine neue Straße hin. Dann hast du hier 98% Produktivität. Das geht doch, würde ich mal sagen. Es ist ganz okay. Und du kommst hier auch noch pixelgenau hin. Ist hier auch noch pixelgenau hin. Das ist sehr gut. Zuckerrohrplantagen for the win. Einmal hier ein paar Zuckerrohrplantagen hinsetzen. Ah, ich will natürlich direkt in den Baumodus. Danke sehr. So. Ja, wenn man nichts sieht, nicht wahr? So sehe ich wieder was. So sieht's doch besser aus.
Bis dahin sind 113. Das sind 128. Keine Ahnung, warum sich das Feld hier, warum sich das Eingabefeld hier die ganze Zeit bewegen muss, aber egal. So, und dann hier hinten einmal aufschließen. So, und so. Und das sind 128. Ja. Tag danach, nicht wahr? Heute nehme ich auch nur diese eine Folge auf. Weil ich danach schon wieder Abendbrot essen gehen muss. Wir haben schon wieder weit nach Mitternacht. So, und deshalb ziehen wir hier heute nur gerade ein bisschen was hoch. Und vielleicht warte ich dann auch bis zum 10. September. Da kommt nämlich ein neuer Patch raus. Hat sich verringert. Und den wollte ich noch mitnehmen. Bevor ich dann wieder 3 Monate nichts aufnehme. Hier, und dann runden wir das Feld hier gerade so ein bisschen schön ab. So. Danke sehr. Dann haben wir hier jetzt erstmal ein bisschen Versorgung. Und dann können wir die Sachen hier jetzt hochziehen. Wenn wir es denn könnten. So, da stört anscheinend hier die Straße so ein bisschen. Genau. Sehr gut. Dann hätten wir hier 4 Stück. Dann bräuchten wir eigentlich noch einen, nicht wahr? Nee, dir geht's ja sowieso schon so schlecht, da. Hier kriegen wir doch vielleicht noch eine hin. Die kommt dann aber ganz bestimmt nicht mehr bis darunter, oder? Nee, längst nicht. Gut, dann müssen wir es ja anders machen. Kommst du überhaupt noch bis hierhin? Nö, du kommst auch gar nicht mehr bis hierhin. Geil. Hier kommt aber noch dahin. Genau, sehr gut. Dann bauen wir dich mal aus. Ei, was ist da schon wieder in der alten Welt los? Muss ich direkt dieses Item einsetzen? Scheint ja so. Als hätten wir nicht genug Probleme. Yay. So, ich soll übrigens 300 Journaleros beherbergen. Ach, dafür fehlt mir tatsächlich das Geld mal wieder. Ach, wie lustig. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich dann demnächst mal wieder mit Quests über Wasser halten müssen. So, das heißt, eine Sache müssen wir tatsächlich hier hinsetzen. Weil es äußerst unschön ist. Und eine Sache hierhin. Wir kommen hier nicht weiter ohne mehr Leute. Ja, irgendwie so. So, und dann kümmern wir uns jetzt hier um mehr Einwohner. Und dann gucken wir mal, was in der alten Welt los ist. Dass da schon wieder mein Einkommen so herumschwankt. Das war Fail. So. 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 Und dann machen wir hier weiter. Ja, genießt ein bisschen die Musik der neuen Welt. Klein Start. Ich kann jetzt Ponchos produzieren und Feuerwachen bauen und sowas alles. Yay. So, ne, Gebäude freigeschaltet. Ja, die Feuerwache zum Beispiel, weiß ich. So, und so. So. So, und dann einmal dich hier versorgen und euch alle versorgen. Ist ein Krieg ausgebrochen. Super, toll. Ich glaube, die halten sich da. Ach, fuck you. Feuerwache. Ai,
Warum muss das eigentlich genau jetzt passieren? Ich weiß es nicht. Ach, sehr schön, da kommen schon mal meine vier Schiffe an. Kautschukplantage, okay. Lol. Warten wir jetzt mal darauf, dass die Feuerwehr fertig wird. Yay, mutige Feuerwehrleute werden da gerade ausgebildet. Wo war es mit diesen? Weiß ich nicht. Typ, okay, lol. Naja, nee, so übersichtlich ist es ja noch. Fischöl, hier. Das war das. So, einmal so, einmal so. Und einmal so. Und dann kann ich hier nämlich auch noch meine Feuerwache hinsetzen. Sehr gut. In einer Minute geht's weiter. Kann ich den nächsten mobilisieren? Na, das ist ein Block Platz, Mist. Die ist drei breit, nicht wahr? Gut, dann halt verkackt, würde ich mal sagen. Muss ich hier gerade mal direkt Feuerwachen verteilen. Wie es aussieht. Weil sonst hier gleich meine gesamte Stadt dem Bach runtergeht. Und meine Produktion auch noch. Und hier direkt einen Großfeuer. Die haben anscheinend nur drauf gewartet, dass sie hier endlich mal was in Brand stecken können. 2, 1, mobilisieren. Ja, ich guck noch mal drüber. Diesen überaus schmackhaften Apfel überreichen. Rot wie Blut. Und danach kippe ich dort oben, nicht wahr? Die Geschichte kennen wir schon. Die zerschwindet in der Isla und sogar die alte Garde gibt zu, frisches Blut zu benötigen. Alpaka wird die Arbeit nicht allein machen, sondern aufgeben und in die Berge gehen, fürchtet ein überlasteter Einheimischer. Ja gut. Kompromissloser Journalismus. Ich bin schon dabei, das Problem hier zu beheben, liebe Journalieros. Wenn ihr euch nicht selbst in Brand stecken würdet, dann hätte ich sogar noch ein bisschen mehr Ressourcen dafür. Aber ihr müsst euch ja hier selbst in Brand setzen. Ich werde garantiert noch eine zweite Feuerwache brauchen, also von daher. So, ich weiß, ihr seid unzufrieden. Ihr keinen Rum habt. Keine Bananen. Und kein gar nichts. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter hier. Wir müssen ja auch irgendwie auf einen grünen Zweig kommen hier mit der Siedlung. Das wäre schon so mein Ziel, hier auf einen halbwegs grünen Zweig zu kommen. So. Ach, ist das hier scheiße, platziert alles. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ach, das Feuer ist gelöscht, sehr gut. Ich bin die so zweite, froh, dass uns jemand beisteht. Sie ihrem Volk geholfen haben. Ja, gerne. Ich setze doch gern mein Leben für dich aufs Spiel. So, das waren wahrscheinlich die Pyphoria. Die ja schon gesagt haben, dass ich brennen soll. Jetzt habe ich gebrannt. Das heißt, jetzt sind sie zufrieden. Hier noch was hinsetzen. Und dann hier die lästigste der Arbeiten. Die ganzen Zwischenwege ziehen. So, ich werde die aber die Feuerwache hier in die Stadt reinziehen. Okay, lol.
Danach ist der Part auch wieder vorbei und ich schließe wieder an 1800. Huhu. Dann würde ich sagen, wir verschieben mal dich hier raus. Und warum darf ich den nicht hier hinsetzen? Ich weiß es nicht. Dann verschieben wir nochmal dich hier raus. So. Kommt die Feuerwache hier rein. Enkelseher. So. Dann machen wir hier ein bisschen Platz weg. Und dann kommt hier sogar noch wieder jemand, sogar doch wieder jemand hin. So, und dann können wir hier den Weg jetzt lang ziehen. Das hier machen wir, glaube ich, erstmal weg. Dann kannst du nämlich jetzt da hinein. Und hier mache ich ein bisschen Platz weg. Ja, und dann hätte sich die Sache. Sehr gut. Einwohnerquest. Die Sonne brennt heiß. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. So, da wären wir. Wollt ihr, Redakteur, nicht ein Bild von uns fleißigen Bienen der neuen Welt machen? Da fehlt das Verb. Wollte ihr Redakteur nicht ein Bild von uns Racing Bienen der neuen Welt? Was denn? Machen? Tun? Schießen? Nicht zu glauben, dass Leute ihre Zeit mit diesen unbedeutenden Ablenkungen vergolden. Machst du das für mich? Sieh, sieh. Natürlich mache ich das für dich. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. So. Abschicken. Thanks, oh, du hast dein Wort wieder gehalten. 20 Ponchos, nett. Auch wenn sie sich darüber beschwerten, wie lange sie für ihr Foto stillsitzen mussten, schienen diese arbeitsame Giornaliero-Familie insgeheim ziemlich stolz drauf zu sein, auf unserem Titelblatt zu erscheinen. Ja, wer ist das nicht? Wer ist nicht stolz darauf, so im Titelblatt zu erscheinen? Was hat sie eigentlich als nächsten Auftrag? Forderungen. Ja gut, was sind denn deine nächsten Forderungen? Sag an. Ich höre. Ah, hier. Ja, ach so. Schade, dafür habe ich nicht die richtige Produktion. Gut, aber einen Reparaturkran kann ich hier schon mal hinsetzen. Den brauchen wir halt nur noch ein bisschen mehr Ziegel. 5 Stück nämlich. Irgendwie leicht lame, aber egal. Das heißt, wir gehen gerade in die alte Welt. Schieben die 2 Schiffe schon mal rüber. Hi. Dich... Nee, ich darf dich nicht rüberschieben. Okay, cool. Dann halt nicht. Dann darfst du mit der Route anfangen. Du nimmst hier allerdings noch ein bisschen was mit und dann muss ich dich halt gerade rauslöschen. Damit ich dich in die neue Welt schicken kann. Beagle 2. Du wirst jetzt hier nämlich ein bisschen was mitnehmen. 10%. Nett. Das ist nett. Du wirst jetzt nämlich die 5 Ziegel mitnehmen. Beziehungsweise nimm direkt 50 Ziegel mit. Dann habe ich da drüben noch ein bisschen was und dann darfst du dich in die neue Welt begeben. Ja, möchte ich. Vielen Dank. Dann haben wir hier unsere 5 Kriegsschiffchen. Die Neptun. Und dann würde ich sagen, wir setzen jetzt noch gerade den Schäfer ein und dann machen wir Schluss für diesen Part. Den setzen wir einfach mal hier hinten ein. So, Schäfer. Dann können jetzt nämlich diese 5 Tierhöfe da nochmal... Haben die jetzt nämlich nochmal plus 10 Produktivität. Das ist doch sehr gut. So. Gut, dann würde ich sagen... Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Part und bis dann und tschüssi.